Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin, dem ersten DLC. Wir haben Ogapon gefangen und sollen uns nun mit Hanna treffen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt so langsam fertig sind mit Kitakami. Kann das sein? Wo ist sie denn? Map, sag mal, wo ist sie denn? Hä? Beim Gefährtenplatz. Na gut, was auch immer sie dort will. Ach ja, und eine Sache ist mir aufgefallen, als ich Ogapon gefangen habe, und zwar Ogapon ist weiblich. Ich gehe mal davon aus, dass Ogapon hundertprozentig weiblich ist, also es nicht männlich werden kann, egal wie oft man es fängt. Ich meine, okay, das Gesicht ist doch sehr, sehr cute. Rankenkeule, Fußkick, Slam und Grasfeld und Siegeswille. Der Angriff des Pokémon steigt stark, wenn einer seiner Statusfelder durch ein anderes Pokémon gesenkt wird. Also wenn es einen Debuff bekommt, kriegt es automatisch einen Buff? Ist das so richtig? So verstehe ich es nämlich gerade. Ja. Oh, man sieht, was ich aufnehme. Okay, cool. Wäre noch halt schön, wenn man es irgendwie draußen irgendwie haben könnte, dass es wieder um einen rumrennt. Ach, und die Masken haben wir übrigens auch bekommen. Die sind... lass mich raten. Die sind jetzt wahrscheinlich... Sind die hier im Beutel? Ja, hier sind sie. Genau, die kann man ihm einfach geben und dann trägt er die und dann hat er halt den Typen hier, Typ Gestein, Typ Wasser und Typ Feuer. Wenn er einfach jetzt diese Maske trägt, die Standardmaske, dann ist es Typ Pflanze. Und ich glaube, man kann es nicht ohne Maske in den Kampf schicken, weil ohne Maske kämpft es nicht. Und das ist ein bisschen traurig, ein bisschen schade, weil ich mag das Gesicht sehr, aber wir haben es ja jetzt mehr oder weniger oft genug gesehen. Passt schon. Ja, genau, hier waren die drei Legi. Sie können auch noch fangen, oder? Da bist du endlich! In letzter Zeit ist ganz schön viel passiert, was? Aber zum Glück hat die Sache ein gutes Ende genommen. Damit wäre die Arbeit der drei glorreichen Masketiere wohl erledigt. Und Joe, der hat sich seit unserer Rückkehr in sein Zimmer verschanzt. Das klingt nicht gut. Ja. Aber du brauchst dich nichts schuldig zu fühlen. Schließlich war ich es, die dir gesagt hat, dass du die Sache mit Ogapon geheim halten sollst. Weißt du, Joe kommt so unscheinbar rüber, aber das teile ich, der ist ganz schön stolz. Naja, wie geht's eigentlich Ogapon? So Fanat wie Joe bin ich jetzt nicht, aber ich habe es auch sehr lieb gewonnen. Sag mal, würdest du mit Ogapon gegen mich kämpfen? Oh, was wollt ihr alle einen Kampf haben? Lass mich überlegen. Mit Ogapon habe ich jetzt drei Pflanzen-Pokémon. Nee, ich muss den Typen ändern. Sorry, das geht nicht. Der Blick. Bist du einfach doch böse auf mich, weil ich am Anfang nicht so nett zu dir war? Komm schon, das wird eine schöne Erinnerung für uns beide. Was, das ist schon so lange her? Ach was. Der Blick. Okay, also nee, ich habe drei Pflanzen-Pokémon jetzt hier im Team. Das können wir so eigentlich nicht stehen lassen, wenn ihr mich fragt. Also, müssen wir ihm eine Maske geben? Oder ihr, sorry. Müssen ihr eine Maske geben? Welche Maske geben wir ihr? Ich würde sagen... wo ist denn das? Das war doch hier. Hier ist es. Okay, Typ Feuer. Typ Gestein und Typ Wasser. Machen wir mal Typ Wasser. Es regnet ja gerade, es würde passen. Geben hier. Ja. Süß. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, die andere Maske bekommen, oder? Oder? Wait. Ach nee, es hat automatisch die normale Maske an, immer. Aha. Okay. Ja. Können wir ja mal den Kampf jetzt versuchen. Ich erwarte nicht viel von mir, aber egal, versuchen wir es. Wahrscheinlich können wir dann danach die drei Legis fangen. Die drei, die wir besiegt haben, als sie riesig waren. Eine andere Antwort hätte ich auch nicht von dir erwartet. Sag Bescheid, wenn du ready bist. Ich bin doch ready. Deshalb bin ich doch zu dir gekommen. Ah, das Ogapon ist schon im Team. Sehr gut. Seine Kampfweise ändert sich ja je nach Maske. Passt dir seine jetzige Maske für den Kampf? Yep. Wir versuchen es einfach mal. Na dann auf Position. Let's go. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Aber egal. Hanna, zeig mal dein Endgame-Team. Oh, jetzt ist sie aggressiv. Gegen Joe haben wir letzte Folge gekämpft. Der war schon echt stark.
Der war bisher der beste Gegner im DLC. Mal schauen, wie Hanna wird. Meinetwegen musste ich Freunde früh aus dem Bett. Also unterhalt mich wenigstens mit diesem Kampf. Wieso meinetwegen? Du wolltest doch unbedingt raus. Na egal. Ja, mit dem Regen haben wir jetzt nämlich einen kleinen Boost mit Wasserattacken. Rankenkeule. Da anwende ich mit einer rankenumschlagenden Keule. So, der Typ dieser Attacke hängt mit der Maske des Anwenders ab. Hohe Keultrefferquote. Machen wir einen Sidekick. Machen wir einen Sidekick. Mal los. Die Hälfte direkt. Du triffst immer da, wo es weh tut. Aber viele Freunde machst du dir so nicht gerade. Jaula. Jaul mich doch nicht voll. Ach nee, es jaut sich selbst voll. Aber es wird nichts machen können, denn es ist down. Down. Yeah. Ach ja, Level 70 Vogapon ist in Ordnung eigentlich. Das ist voll in Ordnung. Was für Fall? Ja, warum habe ich dich eigentlich noch? Warum habe ich dich eigentlich noch? Matrifol, ein Pflanzen-Pokémon. Ich muss weg. Du bist so underleveled, so Titan macht den Job. Aber ja, im zweiten DLC werde ich dann wahrscheinlich mein Team auch nochmal ändern. Also die drei Pflanzen-Pokémon, die ich jetzt habe, lasse ich wahrscheinlich drin. Aber ansonsten tue ich nochmal hier und da was wechseln. Keine Ahnung, wir schauen einfach mal. Ich will auf jeden Fall auch im zweiten DLC ein bisschen anderes Team haben. Ein bisschen fresh zu halten. Es hat nicht mal 6 Pokémon, denn nur 5. Okay. Ich habe nicht so hohe Erwartungen tatsächlich in diesem Kampf. Stimmt, sie hat endlich ihr Pokémon entwickelt zu Matrifol, merke ich erst jetzt. Good job. Hat ein bisschen lang gedauert, aber immerhin. Besser spät als nie. Hatschi. Geht euch leid. Bei Basti muss ich immer an Gen 5 denken. An diesen einen Arena-Leiter. Vulnuna! Jetzt hat die Frage, ob es Kanto oder Alola ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es Kanto ist. Das heißt, ich pack Ogapo. Ich bin aus Versehen auf B gekommen. Und das Problem ist, dass es jetzt normal effektiv sein wird wegen meinem Pflanzentypen. Oh! Das ist Psychoattacke ein. Das kam unerwartet. Na gut. Rankenkeule! Wenn ich anfangen dürfte. Nee, ich brenne. I'm burning! No! No! 169 Copy habe ich aber noch. Das sieht cool aus. Bam! Voll cool. Ganz ehrlich, Ogapon als Plüsch wäre bestimmt voll erfolgreich. Vor allem mit so verschiedenen Masten, die man so dran und abmachen könnte. Ich habe so einen Tricky, der das machen kann. So eine Maske. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Morpeko war dieses, war Typ Elektro? Dieses Vieh? Ne? Ne? Ist es das? Morpeko war dieses Pikachu-ähnliche Vieh. War das Typ Elektro und nicht oder sowas? Boah, wenn ich das jetzt noch wüsste, du. Wenn ich das jetzt noch wüsste. Naja. Oh, nee. Ah, nee. Ja. Ah, verdammt, das wäre effektiv gewesen. Ich hätte einfach drin bleiben können. Ich hätte. Aber ist egal. Nein! Idiot! Was ist hier nur noch länger? Ist der Kampf nicht schon lang genug? Bam! Oha, das war wirklich viel Damage. Jetzt wird's wieder aggressiv. Brody, Morpeko, ich glaube, du solltest mal deine Anti-Aggressivitätstabletten nehmen. Ne, darf aber nicht, weil ich ihn vorher kill. Aber er hätte es getan. Ganz sicher. Tadam, 80, oha. Höchst gelevelte Pokémon bisher, was ich hier im Spiel habe. Fatalicha! Pflanzenvieh. Ja. Zu Titan halt. Ja. Selbst ohne Delphi-Man hatte ich jetzt aber beweisen, dass ich selbst ohne Delphi-Man hier regeln kann. Ja. Brauche ich mal mein OP-Pokémon, um zu gewinnen. Aber muss auch wirklich sagen, Hanna ist nicht so stark wie Joe. Ja, ich habe halt Blizzard eingesetzt, ne? Ich glaube, mit Kreisel hätte ich es auch geschafft. Komm, ich lasse jetzt einfach Kreisel ein. Und gut ist.
Eisplitter lohnt sich nicht, ich bin sowieso langsamer. Wegen der Para. Leider. Ich fange an zu verzweifeln und ich kann nicht angreifen. Yippie! So aber nicht. So aber nicht. Top Genesung. Ich mache mir den Kampf einfach. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Hihihi. Schön aufgepasst, jetzt wird gequirlt, dass euch Hören und Sehen vergeht. Dann mach mal. Quirlschuss. Aber daneben. Oh. Zu Tode ausgelacht. Alles verschüttet. Nice. Good job. Puh, du bist einfach viel zu stark. Ich weiß. Mit Ogapon. Ah, das ist bitter. Aber irgendwie habe ich es schon kommen sehen. Ogapon und du verstehen das echt richtig gut. Da wird man ja fast neidisch. Und dann... übrigens, es gibt etwas, was ich dir sagen wollte, auch wenn es mir schwerfällt. Ich werde bald zu... Ring, ring! Hä? Angerufen. Unpassend, aber egal. Hallo, Maike. Ich bin's, Brianna. Gute Neuigkeiten. Alle Teams haben ihren Orientierungslauf jetzt abgeschlossen. Der Verwalter hat nun darum gebeten, dass wir uns alle vor dem Gemeindehaus versammeln, da er uns etwas mitteilen möchte. Alles klar, wir machen uns gleich auf den Weg. Was ist da, Hanna, bei dir? Perfekt, so kann ich ihm ja schon mal den Anruf sparen. Echt erstaunlich, wie schnell ihr Kinder neue Freunde findet. Ja, stimmt. Dann bis gleich, ich werde mit den anderen vor dem Gemeindehaus auf euch warten. Sie hat recht, wir sind echt in Nullkammernichts Freundinnen geworden. Bestie! Na dann, machen wir uns mal auf den Weg und hören uns an, was er zu sagen hat. Es interessiert mich zwar nicht die Bohne, aber immerhin ist es das letzte Mal. Oha, ja, okay, wir sind ja jetzt durch. Wir sind durch. Ja, aber was ist nichts mehr gesagt zu den Legis hier? Gar nichts? Nee, nichts? Okay. Wundert mich jetzt ein bisschen, weil bin ich geheilt worden? Nope. Nope wurde ich nicht. Not good. Habe ich nochmal die Chance, mich erstmal zu heilen, oder werde ich jetzt sofort eine Cutscene gezwungen? Wir werden es jetzt herausfinden. Wo ist es? Hier. Schade. Ich werde gezwungen. Okay. Hallo, ich bin auch da. Ah, Maike! Ganz komplett sind wir noch nicht, aber die meisten haben sich jetzt hier eingefunden. Sie können loslegen, wir sind alle schon sehr gespannt. Ja, guten Morgen allerseits. Es freut mich, euch mitteilen zu können, dass alle die Infotafeln zur Geschichte von Kitakami besichtigt haben und somit den Orientierungslauf abschließen konnten. Juhu, das hat Spaß gemacht. Wie schön, dass es euch gefallen hat. Ihr habt wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Zum Dank für eure Teilnahme habe ich auch ein Geschenk für jeden von euch. Echt? Kitakami Mochi Set? Ich dachte eigentlich, ihr würdet viel länger dafür brauchen, aber ihr habt meine Erwartungen weit übertroffen. Euer Alpha ist echt unübertrefflich. Bis zum Ende der Exkursion ist noch jede Menge Zeit. Die Schüler von der Orangenakademie können Kitakami somit weiter nach Helsinki erkunden. Aber da wäre noch eine andere Sache. Miss Brianna? Bedauerlicherweise muss ich euch mitteilen, dass Hana, Joe und ich früher als erwartet zur Blaubeerakademie zurückkehren müssen. Ach nee, wie schade. Es tut mir wirklich leid, aber aufgrund von Neuigkeiten zum Schlund von Baldea sehe ich mich gezwungen, umgehend zurückzukehren. Ich wäre zwar gerne noch eure Betreuerin geblieben, aber ihr seid solch eine hervorragende Gruppe, dass ihr sicher auch ohne mich zurechtkommt und nach zurückfahren könnt. Vielen Dank, dass ihr sich nun an meiner Stadt um die Kinder kümmern werden. Selbstverständlich, das ist mir ein Vergnügen. Und zu guter Letzt, Hanna, du wolltest doch was sagen, nicht wahr? Ja. Mein Bruder konnte nicht kommen, weil es ihm nicht so gut geht, aber ich spreche auch für ihn. Also, wie ihr alle wisst,
bin ich hier in diesem Dorf aufgewachsen. Der Gedanke, dass Fremde wie ihr herkommen, gefiel mir überhaupt nicht. Kein Stück. Es hat sich angefühlt, als würden Leute mit schlammigen Schuhen durch mein Haus stapfen. Aber als ich Zeit mit euch allen verbracht habe, ja, wirklich euch alle vier, wurde mir klar, dass ich damit falsch lag. Ganz im Gegenteil, es war echt interessant, mit euch zu reden. Es hat Spaß gemacht. Durch euch habe ich gelernt, keine voreiligen Urteile über andere zu fällen. Was ich damit sagen will, ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Vielen Dank für euren Besuch. Das gilt besonders für dich, Maike. Oh, okay. Ich bin echt froh, dass du gekommen bist. Aber hey, das ist ja jetzt kein Abschied für immer. Hoffentlich. Auf der Blaubeerakademie gibt es viele starke Trainer. Du solltest uns unbedingt mal besuchen kommen. Vielleicht ja im zweiten DLC. Zwinker. Oh, da fällt mir ein, dass ich vielleicht auch mal packen gehen sollte. Oh. Bye. Ich weigere mich, dir Lebewohl zu sagen, also wir sehen uns. Hoffentlich. Und ich habe immer noch das Outfit vom Festival an. Ich sollte es mal ändern. Ach ja, Anna ist wirklich immer für eine Überraschung gut. Kinder leben jeden Augenblick in vollen Zügen. Für uns Erwachsene ist es manchmal schwierig, mit ihnen Schritt zu halten. Wie dem auch sei, die Exkursion wäre hiermit offiziell abgeschlossen. Bedanken wir uns alle gemeinsam bei dem Verwalter. Vielen Dank! Kriege ich jetzt meine 35 Euro wieder? Nein. Okay. Dann halt nicht. Ich muss... Ich muss stärker werden! Stärker! Stärker! Viel, viel stärker! Oh, jetzt meint das ernst. Du wirst schon sehen, Maike. Was, will er sich der Ogapon zurückschnappen, oder was? Fortsetzung folgt in Teil 2. Ich glaube, irgendwann November ungefähr, glaube ich, ist meine Vermutung. Ja. Wir sind aber noch lange nicht durch. Das ist nicht die letzte Folge. Nein, 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 nein. Es gibt noch sehr viel, ich sag mal, Postgame vom DLC. Wir können noch einiges erreichen. Ist noch geworden. Warum ist es Nacht geworden? Im Real Life ist es eigentlich noch gar nicht Nacht. Aber, na gut. Ja, also es gibt noch ein paar Dinge, die wir tun können. Dafür werde ich auch wahrscheinlich noch ein paar Folgen brauchen. Unter anderem zum Beispiel muss ich noch den Kitakami-Pokédex durchmachen für zwei Sachen. Und das werde ich dann alles auf Twitch machen. Also wenn ihr das hier seht, bin ich wahrscheinlich schon am Stream oder... Hab's schon gestreamt. Ich weiß nicht. Guck einfach auf Twitch vorbei. Ich guck mal, ob noch irgendwas passiert, wenn ich hier pennen gehe. Ach, geht gar nicht mehr. Nee. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt gibt's gar nichts mehr. Okay. Na gut, dann guck ich mal, was wir machen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich noch die drei Legis fangen können. Die stehen ja einfach hier rum, wo sie vorher sind. Wo wir gegen die gekämpft haben vorher. Einfach mit denen ansprechen und ja, da geht ein ganz normaler Kampf, glaube ich, los. Zerl! Also, versuchen wir sie heute nochmal zu fangen. Ogapon kann sie jetzt rächen. Level 70, genau wie Ogapon. Okay. Wie viel Damage mache ich mit der Keule? Wow, fast One-Shot, Alter. Oh, habe ich nochmal Glück gehabt. Oh, ich habe vergessen, ich hätte den... einen Ball zuerst benutzen müssen, den Flottball. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Jetzt wird Ogapon wahrscheinlich noch down gehen. Aber das Theme ist zumindest nice. Was würde am besten zu denen passen? Ich glaube, der Finsterball tatsächlich. Ich glaube, der würde ganz gut passen. Ansonsten einfach Überball. Ob es ja jetzt dunkel in-game? Ne. Spiel sagt nein. Sehr? Kannst du mich einfach jetzt an der Stelle umbringen.
Bisschen dumm, Kleiner. Aber danke. Krieg noch einen Versuch. Eins. Nee, der will nicht im Finsterball bleiben. Der will wahrscheinlich einfach in den Hyperball. Bro, du hast schon sie eingesetzt. Das hilft nichts. Ich bin sowieso jetzt dead. Armes kleines Ogerporn. Oh. Armes kleines Vieh. Aber ich habe ja leider nichts, was ich... Nee, ich habe leider keinen Statuseffekt der Attacke. Zum Beispiel mit Paralyse oder Einschlafen oder so. Habe ich leider nicht. Na gut. Ja, ja, ich schätze, ich kann sie im Hyperball fangen, alle drei. Ist okay. Why not? Mein Hyperball ist ja auch schwarz. Die sind ja auch alle schwarz. Vom Grundfell her, glaube ich. Also ja. Boah. Ey, du sollst mich jetzt aber nicht umbringen hier. Das geht echt gar nicht, Mann. Nein, Mann, ey. Das finde ich jetzt nicht okay. Nein. Kannst du mal lassen, ja. Yeah. Eins, zwei, drei, go! Nicht geklappt. Nicht gefangen. Mitgehangen. In seiner Kette. Der kleine Monkey, der nervt mich langsam. Böser kleiner Monkey. Dieser Monkey nervt wirklich, wirklich sehr. Wirklich sehr. Sehr. Komm schon, bleib jetzt im Ball. Eins. Ich kann ihn halt nicht mehr schwächen und ich habe, wie gesagt, auch nichts, was ich noch einsetzen könnte. Ich habe nichts mehr. Oh, ein KP. Oha. Okay, komm. Bleib jetzt drin. Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Was hast du gegen mich, kleiner Monkey? Ich hab dir nichts getan. Das ist ein schönes Kopfkette. Eine schöne Kopfkette. Gibt es wirklich Leute, die Ketten auf dem Kopf tragen? Das muss doch unangenehm sein. Vor allem so bleibt ja auch niemand stehen. Und wenn sie so fest ist, dass sie da stehen bleibt, dann ist es doch schon unangenehm, oder? Ich glaube, bei ihm ist es eher wie so ein Ponytail, oder? Jetzt von der Animation her gerade angesehen. Wie so ein Pferdeschwanz. Das ist ein Teil seiner Haare. Nee, der hat doch da Haare. Nee, hä? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber war mir klar, dass den ich am wenigsten mag, mir am meisten Probleme bereitet. Na, okay, gut, ich habe noch nicht gegen die anderen gekämpft, aber... Das kann ja unmöglich genauso schwer sein. Oder? Oder? Jetzt? Bleib doch drinnen! Bitte, bitte, bleib einfach im... Den Ball, du nervst, du bist echt richtig nervig. Du verschwendest meine Zeit und auch die der Zuschauer. Oh, ja, yeah. Nee, vielleicht schneide ich das. Ich muss halt überlegen, weil ich habe ja noch zwei weitere Legis, die ich noch heute fangen will. Ja, heute. Und das dauert mir einfach gerade ein bisschen zu lange. Das ist jetzt eventuell schneide, bis ich's hab. Komm. Lass mich nicht schneiden. Danke. Danke. Ah, jetzt haben wir's. Hat zu lang gedauert. Wunderbar. Sogar noch Level-Ups. Yay. Juhu. Benizaru, Lakaien-Pokémon. Gift Psycho. Die potenziell entfaltenden Giftstoffe in der Kette haben sein Gehirn stimuliert und seine Psychokräfte aufblühen lassen. Also, durch die Kette wurde er von Typ Psycho? Ich dachte, durch die Kette wurde er Typ Gift? Oder beides? Ach, keine Ahnung. Ihr müsst es mir ja in den Kommentaren sagen. Ich habe da keine Ahnung.
Aber ja, das war der erste. Die anderen beiden schnappe ich mir jetzt auch noch. Oh, du wirst langsam zu einer richtigen Stammkundin hier, ey. Nice, zum Dank bringe ich dir was bei. Es war total im Trend, so ein umgedrehtes Peace-Zeichen zu machen. Oh. Okay, ist voll out. Sonst ist es out, wenn ich es nicht ausprobiere. Okay, ich kann es ruhig mal ausprobieren. Ich drücke leider immer die falschen Knöpfe. Hier, Peace. Coolness. Nee. Hier. Ja. Yeah! Hihi. Geht ihr wieder zurück zum Berg, findet ihr hier den Vogel. Wo ich den Namen vergessen habe. Nice. Ist ja klar. Tori! Fiatori oder sowas? Ungefähr. So. Was für ein Typen bist du? Fee! Fee? Okay. Hätte ich nicht erwartet, tatsächlich. One-shottet dich das? Weil ich habe nicht gespeichert. Ne, gut. Bei dem anderen Vieh hätte es nämlich fast gewone-shottet, leider. Was wir vorhin gefangen haben. Ja, dann fange ich einfach direkt an, die Bälle zu werfen, ne? Hab wieder Flottball vergessen. Egal, jetzt mach ich's einfach ohne Flottbälle. Oh Gott. Das wird wieder so ein Kampf. Ich sehe schon. Das wird so ein Krampf. Es will nicht im Ball bleiben. Eins, zwei. Oh, obwohl? Na, komm schon, jetzt mir Hoffnung gemacht. Oh, ich hätte dich jetzt mehr gemocht, ganz ehrlich. Ich hätte dich wirklich mehr gemocht dann. Komm, Hyperball. Bleib drinnen. Komm, es war so close. Es war so close. Oh, gib doch nicht an. Guck, ich heul sogar schon. Sogar Ogapon heult schon. Wir heulen alle. Wegen dir. Bringst uns alle zum Weinen. Komm nach Hause. Bitte komm nach Hause, Beatori. Please. Es trägt aber so die Kette am Bauch, ne? Im Bauchbereich. So eine Kette im Bauch zu tragen? Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so cool ist, oder? Ich meine, ich schätze lieber am Bauch als an der Stirn. Am liebsten eigentlich um den Hals rum, aber. Na gut. Hä, was hast du für eine Animation? Nein. Okay. Die Bälle sollten auf jeden Fall noch reichen für beide Legis. Ich mach noch aus. Jupp. Nein? Komm schon! Du schmeichelst mir! Aber das sollst du doch gar nicht! Guck mal, ich habe hier einen schönen runden Ball. Einen schönen runden Ball, habe ich nämlich gesagt, ja? Er passt irgendwie schon von den Farben zu dir. Es wäre ein schöner Ball, in den du jetzt reinkriechen könntest. Und dann für immer im Pokémon Resort verrotten könntest. Oder? Was meinst du? Sollst du aufhören zu speicheln? Hör auf damit! Hör auf! Ich werde dich nicht umbringen! Wait, wann hat sich geheilt? Seit wann hat sich geheilt? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Oh! Das Problem ist, ich bin jetzt übelst gebufft, weil es die ganze Zeit Schmeichelerei und alles eingesetzt hat. Deshalb müsste ich jetzt halt ein anderes Vieh reintun und damit bekämpfen. Ich versuche mal mit Farigiraf, mit Knirscher. Ich hoffe, das macht nicht zu viel Damage. Ja, ich werde das jetzt kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, hab's wieder runterbekommen. Leider kann das halt nochmal Ruheort einsetzen. Das hat es dreimal bisher eingesetzt, glaube ich. Ich glaube, es hat 5 AP, oder? Also ja, der Kampf hat jetzt übrigens noch 1-2 Minuten gedauert bis zu diesem Punkt, also... Das habe ich euch jetzt mal erspart, weil... Ne, es ist nichts Interessantes drin passiert. Ich mache jetzt einfach nur noch weiter in Bälle. In der Hoffnung, dass es drin bleibt. Ja. Ey, ich hatte das eine Mal so viel Glück gehabt, ne? Das eine Mal hatte ich so viel Glück, dass es direkt dreimal irgendwann am Anfang oder so gewackelt hat und jetzt gar nicht mehr. Das
Ach, Junge, 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 Junge. Dabei wollte ich ja wirklich noch einen weiteren fangen. Aber so schlecht, wie es hier aussieht, habe ich nicht das Gefühl, dass das noch was wird, wenn ich ehrlich bin mit euch. Na gut, ich könnte theoretisch noch den Timer bei einsetzen, wenn es sich langsam struggelt. Oder ich denke, es wird gleich anfangen zu strugglen. Außer ich reset halt. Aber wenn es nicht sein muss, muss es halt nicht sein, ne? Giftkette. Oh, danke, Farigira. Keine Vergiftung mehr und Überreste. Halt es nochmal. Jetzt bleib bitte drin. Du bist doch so ein edler Vogel. Schon wieder ein Vogel-Legi. Aber wir noch nicht genug von denen haben. Aber das Ding ist wirklich ziemlich klein. Das Ding ist wirklich relativ klein, tatsächlich. Und das sieht nicht nur so aus, weil Farigira so groß ist. Es macht einfach gar keinen Unterschied. Ja, jetzt setzt wieder Ruhrort ein. Okay, 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 ja. Okay, komm schon, komm schon. Yes. Das war nicht im roten Bereich, aber weiter krieg ich's halt jetzt nicht runter, Mann. Nein. Vor allem, ich bin jetzt schon wieder so hochgespeichelt worden, dass es jetzt so strong ist. Ich kann es wirklich nicht wagen, jetzt anzugreifen. Kann das halt jetzt wirklich nicht machen. Und nee, ich glaube, das andere Ding fangen wir einfach in der nächsten Folge. Das wird jetzt mir zu lange hier. Außer schneidet das irgendwie komisch, aber. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, Okidoki wird genauso lange dauern. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Also der Apfel war ja schlimm, aber. Beatori wird langsam noch schlimmer. Hm. Ich weiß, was ich mir schon gesagt habe, aber ich habe übrigens den Affen den Spitznamen Kowalski gegeben. Ich glaube, das war offensichtlich. Ja. Ich weiß nicht, wie ich Beaturi nennen soll. Ich habe eigentlich gar keinen Namen für das Ding. Mir fällt halt nichts ein, ehrlich gesagt. Und Junge, dieser Kampf ist wirklich übelst lame. Übelst lame, weil es immer das Gleiche ist mit dem Vieh. Exakt das gleiche, nichts ändert sich. Komm, das Ding kann ich mir lieber killen, ey. Das Ding kann gar nichts. Nicht mal still stehen bleiben kann es. Ja, siehst du? Aber hey, immerhin mal zweimal gewackelt. Wir kommen auf neue Standards zu. Vielleicht kann ich da jetzt endlich die Folge beenden. Das ist echt fett. Ja, ja, ja. In der Luft. Der Ball fliegt in der Luft. Aber wir haben es gefangen. Finally! Beatori, Lakaien-Pokémon, Giftfee. Die Kette an seinem Körper sondert Gift ab, durch dessen Stimulation es ein schönes Äußeres und eine bezaubernde Stimme erhalten hat. Okay. Na gut, wenn das so ist. Ding! Ja, wenn ich die Folge jetzt hier beende, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ich nicht. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann ein bisschen die Afterstory. Es gibt noch einiges zu erkunden. Bleibt also noch die nächsten Male dran. Tut es. Lasst ein Like da.